Ja, ich habe ihn schon vermisst. Nicht. Das Schwert ist sehr leise. Also das ist recht schade. Es wird unglaublich nerven, das wäre das Schöne dran. Und so ein paar Mal was sagen würde, wenn du mit ihm irgendwo hinhaust. Da unten ist eine Tür und ein Speicherpunkt. Da unten sind zwei Türen und ein Speicherpunkt. Gehen wir erstmal kurz hoch. Was haben wir hier denn gefunden? Okay, das verteidigt auf jeden Fall die Kiste. Ajo? Wir können öfter reingehen. Hier könnte man öfter reingehen. Die schmeißen ja nicht schlecht Loot. Na, jetzt hat man also. Geht doch. So. Aha, das sind so solche. Jetzt ein bisschen aufpassen. Ja, das ist schon sehr geil. Attacke! Auf sie! Angriff! Visiere Ziel an! Ihr seid zu schwächlich! Kurz warten. Bleibt, wo ihr seid. Bist du mal schnell die Waffe. Halte diese Position. Attacke! Zu mir! Wie ihr meinen! Ja, machen wir das mal schnell. Nee. Moment. Ich komme jetzt nicht von da, ne? Jetzt müssen wir mal schneller runtergehen. Also wahrscheinlich geht es jetzt da mit dem Fluss dann nach unten. Aha. Vor allem, wie geil er das dann immer so in die Hand hält. So, lalalalalalalala. Super. Ja, wie ich es sagte, ne? Geht's hier jetzt weiter. Das ist halt noch echt. Das ist ja noch Spielentwicklung, ne? Das ist halt einfach, da sind die Ideen dahinter. Richtig, richtig gut. Richtig, richtig gut. Und so ist es tatsächlich, also manchmal kommst du an den Punkt, wo du denkst so, oh Gott, wie geht's denn hier jetzt weiter? Was wir jetzt machen? Warum?
Komm halt. Ah. Schisshase. Wo du so an so Punkte gelangst, wo du denkst, oh, Alter, kann nicht mehr. Oh, wie soll man das jetzt schaffen? So wie diese, wisst ihr noch, diesen einen Skelettkönig? Da hätte ich wahrscheinlich schon irgendwie noch weiter gekonnt und wahrscheinlich können wir da auch mal nochmal zurückgehen. So, jetzt mit mehr Energie und mit besseren hier Zaubern und sowas. Aber... So, dann würde ich jetzt dieses Spiel sehr, sehr angenehm spielen. Man kann auch immer schön die Zauber so ein bisschen durchwechseln. Finde ich, also... Macht gut Spaß. Also es ist wirklich schön zum Spielen. Die Höhlen des Flossenvolks. Ja. Hurra! War der größer als die anderen? Nö, oder? Wir müssen schauen, ob sich irgendwo Kisten verbergen. Eine magische Barriere blockierte den Weg unseres Helden. Wenn er doch nur irgendwie Magie neutralisieren könnte. Ja, kann ich das? Kann ich noch nicht, ne? Das werden wir uns jetzt wahrscheinlich erspielen. In der Höhle des Flossenvolks. Die Höhle des Flossenvolks ist eine Höhle voller Missverständnisse. Den gehen wir noch mal weg. Ach komm, lass uns das Ding mal auspacken hier. Oh,
Oh Gott, was ist das für eine Höhle? Aha, Freunde, so nicht. Attacke! Jeweils effektiv nichts, ne? Oh, hi. Ist hier jemand? Nein! Verdammt! Ich meine, verschwindet! Wer immer ihr auch seid, kommt von da hinten vor. Wenn ich nach Leuten suchen muss, werde ich sehr leicht mürrisch. Und dann müssen normalerweise Leute sterben. Ich weiß nicht. Ihr klingt nicht sehr nett. Naja. So langsam werde ich hier ungeduldig. Ich habe eine Prinzessin zu retten. Ich werfe euch dem Flossenvolk vor, falls ihr noch länger meine Zeit spielt. Guck mal. Ach, geht ihr doch einfach die Welt retten. Ich bleibe hier, wo es sicher ist. Kommt raus, mein Freund. Ich will euch nichts tun. Schon gut, aber tut mir nicht weh. Ihr habt gesagt, ihr wollt mir nichts tun. Tut mir leid, dass ich nicht früher aus meinem Versteck gekommen bin. Aber ich bin schon so lange hier unten, ständig auf der Flucht vor dem Flossenvolk und diesem verrückten Wikinger. Der glaubt doch tatsächlich, ich würde mit dem Flossenvolk unter einer Decke stecken. Ich habe hier unten keine Wikinger gesehen, aber es treibt sich jede Menge Flossenvolk herum. Er ist bloß ein verrückter Alter, der ständig brabbelt. Ich habe ihn und seinen Bruder hier runtergeführt und ihnen bei der Erkundung der Stollen geholfen. Ich drehe mich nur kurz um und schon sind die Burschen verschwunden. Nicht, dass ich ihnen nachgeweint hätte. Wenn ihr denkt, dass der hier zu viel redet, hättet ihr mal seinen Bruder hören sollen. Also ziehe ich los, um sie zu suchen, und als mich das Flossenvolk überfällt, rufe ich um Hilfe und verstecke mich. Das nächste, woran ich mich erinnere, ist, dass er mich einen Verräter nennt und mich umbringen will. Ich will doch bloß mit heiler Haut hier raus. Ich kann euch zu dem Boot führen, das mich hierher gebracht hat. Danke. Gehen wir. Na dann. Kollege. Bringen wir dich da mal schnell hin. Geht ja nicht fix. Lal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 a. Das Ego-Schwert, ja. Warum läuft er denn weg? Hier, nehmt das. Meinen wertvollsten Besitz auf dieser Welt. Mein Vater gab sie mir, als ich noch klein war. Aber ich möchte euch für das danken, was ihr getan habt. Firbolg-Armbänder. Rüstungsteil? Vielleicht? Guck mal, da unten muss ich hin. Vielleicht brauche ich die später nochmal oder so. Weiß nicht. Kann es nicht sagen. Oh.
Okay, ich muss jetzt mal ganz kurz, Der Söldner. Ein typischer Vertreter seiner Art. Ungehobelt, unhöflich und äußerst nützlich im Kampf. Und wieder einmal drängte sich ein Vergleich mit dem Barden auf. Nie zuvor hatte es eine Kreatur wie den Lebenssauger gegeben. Er ernährte sich von der Lebenskraft seiner Feinde und heilte dabei sogar noch seine Gefährten. Oh. Hoppla. Könnte ja auch mal glatt laufen, ne? Ihr wollt, dass ich die Geschichte weitererzähle? Brauchen mich! Dich mal wieder. La, 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 la. La, 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 la. Gebt mir ein Ziel. Wo laufen sie denn mit dem Compadre dahin? Irgendwas haben sie das beschützt, oder? Gewacht, was auch immer. Offenbar nicht. So zerbröselt der Keks. Na? Wohin? Da hoch. Thank you.
Na, läuft doch. Irgendwas. Olaf! Einen Augenblick, Fremder. Ich sehe, dass ihr weder Flossenvögler noch Furbolg seid. Also, wer seid ihr? Und was noch wichtiger ist, was treibt ihr hier? Ich glaube, mit Olaf legen wir jetzt erstmal nicht an. Ich bin ein einfacher Reisender, Sänger von Liedern und Erzähler von Geschichten. Und wer, wenn ich fragen darf, seid ihr? Man nennt mich Olaf. Ich bin ein Wikinger aus Stromness und warum ich mich hierher verirrt habe, ist schnell erzählt. Als ich die Furbolgs erstmals nach hier unten durchgegraben und diese wassergefüllten Stollen gefunden hatten, kamen mein Bruder Erik und ich zusammen mit einem Furbolg-Führer hierher. Sein Name war Balok oder so ähnlich, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Später mehr zu diesem verräterischen Hund. Jedenfalls kamen wir hier runter, um die Gegend zu erkunden, ob es da Schätze zu holen gab oder eine kleine Erzader auszubeuten und so. Darum brachten wir ein kleines Boot mit. Ich bin übrigens ein begabter Schiffsbauer, falls ich das noch nicht erwähnt habe. Früher war mein Bruder immer derjenige, der im Sachenbauen besser war, während ich Meister im Kaputtmachen war, wenn ihr versteht, was ich meine. Aber was taugt ein Wikinger, der sich nicht um sein Schiff kümmern kann? Darum habe ich einige Zeit in Jotland verbracht und beim alten Skeggy, dem Schiffsbaumeister, gelernt. Den kennt ihr doch, oder? Natürlich kennt ihr ihn. Jeder kennt ihn. War doch sein Schiff, die Draugrimmer, das die Flotte von Kolskegg bei seinen berühmten Überfällen vor der schwarzen Küste anführte. Wie schon gesagt, wir brachten unser Schiff hier runter und erkundeten die Stollen, als wir auf ein kleines Stück trockenes Land stießen. Also, Erik und ich ziehen das Boot aus dem Wasser, schleppen es auf die andere Seite und bringen es dort wieder zu Wasser. Als wir merken, dass der Furbolg fehlt. Also gehen wir los, um ihn zu suchen. Und wir hören, wie er uns aus einem der Seitenstollen im Osten ruft. Und plötzlich fällt uns eine ganze Horde Flossenvolk an. Das Flossenvolk ist ja nun berüchtigt dafür, dass es Magie benutzt. Und ganz zufällig hatte ich in jüngeren Jahren einen Trick gelernt, um mit solchen Dingen fertig zu werden. Wisst ihr, es begann alles damit, dass mir Thorwald, der alte Waffenschmied, von dieser Insel erzählte, die er als Junge gesehen hatte. Und er sagte zu mir, Olaf, sagte er, du bist der beste Seemann, den ich je gesehen habe. Und wenn jemand die Insel finden kann, dann bist du das. Natürlich erfüllt mich diese Sache besonders mit Stolz. Denn Thorwald hat unter einigen hervorragenden alten Seemännern gedient, deren Namen ich euch wohl nicht zu sagen brauche. Wie etwa Bjørnulf Rotbart, Arnor Ketelsson, Ketel Arnorsson und Ranulf Iltarsson, um nur ein paar zu nennen. Also bin ich mit meinem Bruder Erik zu dieser Insel gesegelt. Ihr erinnert euch doch noch an meinen Bruder, oder? Der arme Kerl hatte keine Chance gegen das Flossenvolk. Ich habe zwar versucht, ihn zu retten, aber es war zu spät. Dieser Verräter von Furbolg hat uns in eine Falle gelockt. Der ist schuld, dass mein Bruder tot ist und ich hier festsitze. Und das ist meine überaus traurige Geschichte. Sie rührt euch zu Tränen, nicht wahr? Ja, ich sehe schon. Ihr verschluckt euch fast daran. Ihr seid ein braver Bursche, dass ihr einen alten Mann so schön salbadern lasst. Da, nehmt diesen Stein. Ich habe ihn hier unten gefunden und kann ihn nicht brauchen. Wisst ihr was? Wenn ihr den Furbolg erledigt, bringe ich euch die Magieauflösung bei, mit der ihr vielleicht am Flossenvolk vorbeikommt. Er versteckt sich in den Höhlen östlich von hier. Bringt mir einfach einen Beweis, dass er tot ist. Und ihr habt mich für einen Schwafler gehalten. Ihr gebraucht eure Worte sehr effizient. Wesentlich weniger Inhalt, aber überraschenderweise genauso nervtötend. Stein der Blitzschnelle. Also, der wohl längste Dialog in diesem Spiel. Aber er wird belohnt. Ne? War das jetzt ein Artefakt, oder? Dieser Talisman wurde von dem Trow Fnarf mit einem Zauber belegt, der sein bescheidenes musikalisches Talent verbessert. Stich plus 3. Nun, der neue Besitzer des Talismans hat... Da, guck mal an. So, Scharpeichern. Nichts gegen deine Fässer, aber ich liebe Fässer. Die bringen Kohle.
So. Hallo? Gegrüßt und herzlich willkommen, des Baden Ruf hab vernommen. Hier seht, es gibt auch anderes Zeug, so schaut euch nur um und ich hoffe es erfreut. Zum einen gibt's hier den Rest der Playlist, dort drüben klickt ihr, falls ihr noch was vermisst. Zu guter Letzt kommt noch das Beste zum Schluss, ein Abo hier unten, doch das ist ganz klar kein Muss. Es freut mich, dass ihr noch da seid, wenn schief geht, dann tut es mir sehr leid. Ich weiß, was soll ich nur tun? Wie sonst käme ich je zu Reichtum und Ruhm? Glaubt mir ruhig, schon viel was getan, gebracht hat es nichts, drum ein Lied recht spontan. Und falls ihr es bis hier echt auskalten habt, dann gebührt euch Respekt, und das ist ein Fakt. Und vielen Dank, es erfreut mich sehr, schaut wieder vorbei, denn bald gibt es noch mehr. Ein Däumchen nach oben, dann gibt's auch einen Kuss. Jetzt wird der Blödsinn aber groß, also ist jetzt mal Schluss.